Blöde. Wer hat das gesagt, Maultrommel? Ein Handgeklapper für die Bayern. Gleich zwei Propheten an der Stelle. Das stimmt genau. Ah, genau, eine Maultrommel. Tage vor dem Tag des Herrn. Habt ihr das verstanden? Ich auch nicht. Sehen. Ja, genau. Aber wir können gemütlich beginnen und werden dann uns steigern, nicht? Hopp, hopp, hopp. Deren Schwabo, da den Drum, Lekele, Lomoro, Rom. Ja, la, 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 ja, la, la, ja, la. Oh, Kelle, la, ist da der Kiss, Malabla. Ja, la, 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 ja, la, la. Ihr seid ja ein wunderbares rhythmisches Orchester. Was möchtest du? Kinder, ob was ein Pfaffe ist? Ich alle Kinder. Nein? Ist gerne künden. Der Pastor, der die Messe liest in der Kirche, der wird in der alten Zeit Pfaffe genannt. Aber was eine Kirche ist, wisst ihr. Nee. Ja. Habt ihr auch schon mal von der Beichte gehört? Ja, nein. Tiritira, lala, falteritira. Sehr schön. Ich hatte es mir ein bisschen anders vorgestellt. Also einige waren schon gut dabei, aber die Westkurve, die kann noch lauter, glaube ich. Falteritira, lala, falteritira. Es wollt ein Bauer früh aufstehen. Es wollt ein Bauer früh aufstehen. Wollt hinaus auf seinen Acker gehen. Falteritira, lala, falteritira. Und als der Bauer nach Hause kam, da wollte er was zu fressen haben. Falteritira, lala, falteritira. Ach, Lieschen, koch mir Hirsebrei. Ach, Lieschen, koch mir Hirsebrei mit Bratkartoffeln und Spiegelei. Falteritira, lala, falteritira. Und als der Bauer saß und fraß, da humpelt in der Kammer was. Falteritira, lala, falteritira. Ach, liebe Frau, was ist denn das? Ach, liebe Frau, was ist denn das? Da rumpelt in der Kammer was. Falteritira, lala, falteritira. Ach, lieber Mann, das ist der Wind. Ach, lieber Mann, das ist der Wind, der raschelt da am Küchenspind. Falteritira, lala, falteritira. Da sprach der Bauer, will selber sehen. Da sprach der Bauer, will selber sehen, will selber hin zur Kammer gehen. Falteritira, lala, falteritira.
Und als der Bauer in die Kammer kam, als der Bauer in die Kammer kam, stand der Pfaff da, zog sein Hosen an. Faltritira, lala, Faltritira. Ei Pfaff, was machst du in meinem Haus? Ei Pfaff, was machst du in meinem Haus? Ich werf dich also gleich heraus. Faltritira, lala, Faltritira. Der Pfaff, der sprach, was ich verricht. Der Pfaff, der sprach, was ich verricht. Deine Frau, die kann die Beicht doch nicht. Faltritira, lala, Faltritira. Der Bauer ein Ofenscheit. Da nahm der Bauer ein Ofenscheit und schlug den Pfaffen, dass er schreit. Haltritira, lala, Haltritira. Der Pfaff, der schrie, oh Schreck und Graus. Der Pfaff, der schrie, oh Schreck und Graus. Und hielt den Arsch zum Fenster raus. Haltritira, lala, Haltritira. Da kamen die Leute von nah und fern. Da kamen die Leute von nah und fern und dachten, es sei der Morgenstern. Faltritira, lala, Faltritira. Der Morgenstern, der war es nicht. Der Morgenstern, der war es nicht. Es war des Pfaffen Arschgesicht. Faltritira, lala, Faltritira. So soll es allen Pfaffen gehen, so soll es allen Pfaffen gehen, die nach so fremden Weibern gehen. Faltritira, lala, Faltritira. Und die Moral von der Geschichte, und die Moral von der Geschichte, trau nicht des Pfaffen Arschgesicht. Faltritira, lala, Faltritira. Faltritira, lala, Faltritira. Euer Part ist jetzt folgendermaßen. Ihr wiederholt immer ein Wort, manchmal sind es auch zwei Worte. Meistens, das ist immer am Ende des Satzes. Ich verrate euch schon mal, das erste Wort heißt Schwabenland. Ja? Das ist schon ganz lustig. Das ist ein toller Anfang. Ich hab da 3 Jahre dran geübt, dass das so klappte. Gut, ne? In einem Dorf im Schwabenland, da lebt uns allen wohlbekannt. Da wohnt in einem Häuslein klein das arme Dorf Schulmeisterlein. Da wohnt in einem Häuslein klein das arme Dorf Schulmeisterlein. Am Sonntag ist er Organist. Am Montag fährt er seinen Mist. Am Dienstag hütet er die Schwein, das arme Dorf Schulmeisterlein. Am Dienstag hütet er die Schwein, das arme Dorf Schulmeisterlein.